Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Grim Dawn. Wir stehen hier mitten im Dorf Darkvale, haben in der letzten Folge hier noch einen aus seiner Hose geschossen und haben dafür nichts gekriegt, außer ein bisschen Krempel. Aber wir werden uns jetzt noch weiter nach Norden begeben und mal schauen, ob wir dann bis zum Gate durchdringen können. Soweit waren wir ja noch nicht. Dann haben wir das nämlich mal erschlossen und können per Schnellreise da besser hinkommen. Weil dort oben gibt es noch ein paar Gegner. So, da kommt einer um die Ecke. Was willst du denn? Komm mal her, hier. Eine Schmiede. Ja, wie gesagt, in den letzten zwei, drei Folgen ist hier leider nicht sehr viel passiert. Das hat damit zu tun, dass sämtliche Questgegner so hochlevelig sind, beziehungsweise uns so viel Schaden machen, dass sie uns immer aus den Socken hauen. Wir waren ja hier bei den Manticoren in der Wüste. Das hat nicht so funktioniert, wie es sollte, weil die Mogara heißt sie, oder der Manticore sowohl Blutungs- als auch Giftschaden machen. Wobei die Schwierigkeit dann ist, gut, gegen Giftschaden, da haben wir ein bisschen Schutz. Ne, Quatsch. Ja doch, mit Giftschaden haben wir ein bisschen Schutz vor. Aber dann gleichzeitig noch mit dem Blutungsschaden dabei, das schaffen wir dann nicht. Vor allen Dingen, weil die drei Level höher ist. Und so hatten wir uns ja entschieden, da hier mal ein bisschen nach Norden wieder zu gehen. Um dort mal zu schauen, ob wir da nicht ein bisschen weiterkommen. Achso, hier war ich drin, ne? Viel passiert ist nicht. Leider. Aber was nützt es? Es muss ja sein. Was willst du denn? So, den kriegen wir auch noch hier. Schüssen. So, jetzt sind wir auch schon auf dem richtigen Weg. Mhm. Die sind zum Glück nicht so hochlevelig, sprich, die kriegen wir dann relativ schnell. Oh, hört ihr die Standuhr? Schön. Das liebe ich an dem Spiel wirklich, so die kleinen Details. Einfach mal eine tickende Standuhr. Nicht nur reine Deko, sondern auch wirklich mit Sound. Die haben sich schon Mühe gegeben. Interessant wird es dann noch, wenn diese Erweiterung kommt mit diesem, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie die das genannt haben. Dieses ja, jetzt fehlen mir alle Worte. Natalien herbeirufen, ne? Das kann aber interessant werden. Er hat nämlich auch Stufe 43. Aber nicht stark genug für uns. Ja, dieses neue System mit dem, von wegen diesen Schreinen, die man da finden muss. Und, oh Mann, wie heißt das Ganze nochmal? Ich komme nicht drauf. Hätte ich mal das Thema nicht angefangen. Da bin ich noch gespannt, wenn das drin ist. Ich dachte, das wäre schon drin, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kommt das erst noch beim nächsten größeren Patch. Da gibt es ja auch noch ein paar interessante Sachen. Muss man sich schon fast überlegen, ob man da nicht Konstitution und Raffinesse. Salve des Plünders oder Gegenstand verliehen. Schwingst du zwei Pistolen? Habe ich nicht. Und da haben wir jetzt ein Dings drauf. Aber das Interessante ist, ich kriege 23 Konstitutionen dabei. Dann bin ich bei 490, 510. 510.
Interessant. 526. Ich glaube, ich muss mal in eine Stadt reisen und hier meine Gegenstände aufwerten. Beziehungsweise, was haben wir denn auf diesem Gürtel drauf? Zusammengeflickte Platten. Was habe ich hier? Waffenschilde Nebenhand. Waffenschilde Nebenhand. Ja, das ist doof. Tut mir leid, ich muss mal eben in die Stadt. Denn ich würde ganz gerne dann jetzt die Rüstung wechseln. Gesamtschaden, Konstitution plus 4%, das ist auch gut. Blitzwiderstand geht dann aber weg. Angriffsgeschwindigkeit bleibt. Was haben wir hier? Leichenstaub. Den haben wir da. Ringe und Amulette. Den können wir da drauf packen. Ringkältewiderstand. Ja, tut mir leid, ich muss mal eben hüpfen. Denn ich würde jetzt auf die Rüstung und auf den Gürtel. Springen wir mal hier einfach nach Devil's Crossing. Vielleicht muss ich was aus den anderen rausziehen. Eben ein paar Goodies draufpacken. Und dann gehen wir mal hier eben schnell zu unserem Moody. Und dann checken wir mal, ob jetzt die Rüstung wirklich besser ist. Wir brauchen was für einen Gürtel und für... Hallo? Schultern? Nee, wo ist denn bitte? Ich hab da die Rüstung gewechselt. Achso, ich hatte gar keine an. Doch, Quatsch. Hä, bin ich blöd? Ja, ich habe die falsche genommen, alles klar. So, die wollte ich nämlich haben. Ich verkaufe mal eben erst den ganzen Quatsch, dann habe ich ein bisschen Übersicht. Ich will jetzt hier keinen Fehler großartig machen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ja, macht das mal. Das kann alles weg. Sehr schön. Kaufe ich gleich nochmal. Brauche ich nicht. Ich wollte sagen Gesundheitstränke, aber da haben wir noch 43. Wie gesagt, ich möchte jetzt keinen Fehler machen, deswegen... Ja, brauche ich. So, pass mal auf. Mutierte Schuppen, zusammengeflickte Platten. So, die hatten wir. Jetzt kann ich die noch nicht tragen. 562, also da komme ich nicht dran. Da müsste ich 60 drauf haben. Weil das wäre nice, wenn wir die noch mit dazu tragen könnten. Ich brauche erstmal was für einen Gürtel. Was haben wir denn da? Waffenschilde Nebenhand haben wir, glaube ich, gar nichts. Das ist das Problem. Für also Schilde, Ektoplasma, Kopfrüstung, Ringe, Amulette. Nee. Was haben wir hier? Waffenschilde. Ich glaube, ich müsste mal sortieren. Waffenschilde Nebenhand. Für Gürtel gibt es nicht so viel. Verbessert alle Rüstungen. Zählt das dazu? Ja, das ist gut. Wir hatten auf dem Gürtel zusammengeflickte Platten. Das sind genau diese. So, Angriffsqualität, Konstitution und Geist. Rüstung. Plus 15, plus 12. Das wäre natürlich nicht schlecht. Wir haben abgegeben Rüstung. Geist brauchen wir nicht, aber Konstitution müssen wir hochziehen. Das gibt aber plus 3. Angriffsqualität und Rüstung. Angriffsqualität war... Angriffe des Zaubers mit kritischen Treffern zu landen, Schaden, kritischen Treffern. So, Silberamulett, das brauchen wir nicht. Ringe und Amulette. Kochendes Blut, Ringe, Amulette. Was haben wir hier? Geweihte Bandagen. Handrüstung haben wir nicht. Wir packen die erstmal jetzt hier drauf. So, und dann könnte ich eigentlich auf die erstmal. Das ist grundsätzlich Rüstung. Das ist für Waffen, das ist für Schildnehmer, Kopfring, Brustrüstung. Ja, dachte ich mir, die ist dafür nicht, war ja klar. Das ist Kleinkram. Wir könnten natürlich jetzt hier noch Konstitution, Geist und oder die Angriffsqualität. Komm, machen wir das so. Dann haben wir die erstmal drauf. Die sind ja nicht so ganz wertvoll. Und wenn wir dann was Passendes davon für gefunden haben zum Aufwerten,
Dann können wir die auch ganz gerne wieder rausnehmen. Denn jetzt werden wir sehen, ob uns das was gebracht hat. So, die kann ich ja nicht tragen. Ich habe doch jetzt wohl nicht... Ach ne, ich habe ja nur die ausgetauscht. Bin ich jetzt blöde? Das ist die gute, das ist die mit Ätherwiderstand und die haben wir an. Richtig, Schultern haben wir ausgetauscht. War schon ein bisschen verwirrt. Schulter und Gürtel. So. Ja, das Problem ist, wir machen jetzt weniger Feuerschaden und weniger Kälteschaden. Das ist natürlich alles nicht so schön. Dann könnte ich die Schulterplatten nicht mehr tragen. So, Gesundheit geht hoch, Angriffsqualität geht runter. 994. Ja gut, weil ich hier die Schulterplatten nicht habe, ne? Ich gucke mir das gerade mal so ein bisschen an. Keine Panik. Kann ich da nicht tragen. Wenn ich den habe, dann kann ich die tragen. Verteidigungsqualität steigt natürlich immens. Ja, ich denke mal, das lassen wir so erstmal. Mal gucken, wie wir damit zurechtkommen. Ich werde die Klamotten einfach mal mitnehmen. Um mal zu schauen, was das bringt. Ich fahre... Das ist Angriffsqualität, Blitzwiderstand, Rüstung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche wir zuletzt getragen haben. Ich glaube die, ne? 322, 2000... Verteilung, Rüstung, Blitzwiderstand. Chaosschaden, Giftschaden, das ist es. Wir lassen die mal hier. Ja, mach das. Ich habe keinen Platz. So. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich richtig war. Da müsste ich mich mal ganz tief reinknien. Bin ich nicht wirklich der Fan von. So, wo sind wir abgehauen? Da. Könnte ich auch offline machen, aber ja. So, was haben wir jetzt noch verpasst? Was haben wir vergessen? Wir haben keinen Lebenskraftentzugswiderstand. Wir haben quasi nur die Geschichten. Eigentlich müssten wir Lebenskraftentzugswiderstand haben. Was ist das Problem? Haben wir bei eh nirgendwo drauf, wenn ich das richtig sehe. Na, schauen wir mal, wie wir durchkommen. Zur Not sterben wir einfach mal. Gut, das sind jetzt immer noch 39er, das ist alles nicht ganz so kritisch. Das war was Blaues, das stecken wir uns doch gleich mal in der Tasche. Nicht, dass uns das hier noch einer vor der Füße wegklaut. Komm, wer ist denn bitte? Ah, du bist es. Ja, alles klar. So, was war denn das? Toll. Schade. Verdammnis der Maßlosigkeit. Na, super, ist ja maßlos übertrieben. Wenigstens noch ein bisschen Geld einbringt, dann bin ich ja zufrieden. Oh, was haben wir denn hier? Oh, gucken wir da. Ein Kastall. Mit nichts. Das ist immer so traurig. Wollte ich nur mal ausprobieren. So, wie war das denn? Sind wir da schon mal drüber? Ja, wir waren da schon lange drüber. Aha, ich kann weiterwerfen.
So, halt. Falsch. Wo ist denn, da ist eine Höhle. Darkville Gate. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ja, da kommen wir nicht hoch, ne? Aber da kommen wir hoch. Klar, Moment. Am um die Ecke rum. Zack. Und ja. Ah ja, die Badezimmer. Sehr schön. Ein paar Eisenstücke, die kann man immer gebrauchen. Da waren wir drin. Arschkalt. Zeria die Schnitzerin, ja, das ist ja toll. Ich glaube, deswegen sind wir hier weggegangen, weil wir hier sterben. Nee, ne? Das ist ja wieder frustrierend. Das Dumme ist, ich habe mein Tor nicht. Dann springen wir mal eben dahin. Wo landen wir denn jetzt? Ach so, nee, doch. Haha, ich habe es ja noch offen gehabt. Sehr schön. Ja, gut, dann versuchen wir das nochmal eben. Gucken, ob wir die jetzt kriegen. War ein bisschen unvorbereitet. Zumindest haben wir sie angeklopft. Oder ihn. Weiß ich jetzt gar nicht, habe ich nicht drauf geachtet. So, da bin ich gestorben. 2000 Punkte gibt es zurück. Ja, ist auch ein 43er. Das ist natürlich, naja. Das ist natürlich super. Entzieht Stärke. Dann spammt er hier wieder ohne Ende Gegner. Würdest du mal hier, danke. Ja, das ist das Problem. Ihr wisst, was kommt, ne? Kann ich denn meine Rüstung nochmal wieder ändern? Warte mal. Das ist nichts, was ich, wo ich sagen würde, ja, geht, ne? Und Konstitution geht runter, Geist, bla bla. Da habe ich die bessere Angriffsqualität mit Schaden pro Sekunde 1163, 1149. Okay. Wenn ich den reinnehme, dann kann ich die nicht mehr tragen. Dann müsste ich die reinnehmen. Angriffsqualität 1000, Schaden pro Sekunde 1182. Qualität ist 9. Da bin ich bei 1000. Ah, ich probiere es dann doch nochmal mit der alten Rüstung. Vielleicht klappt das ja besser. Ein Anlauf noch und dann sehen wir das ja. Ich müsste nur mal eben kurz meine Punkte wiederholen, ja. Ah, das hat keinen Zweck. Jetzt hänge ich hier fest. Inklusive Verlangsamung. Ja. Das macht keinen Sinn, die kriegen wir nicht. Leider.
Das heißt, wir beenden das Spektakel hier. Und dann sage ich mal einfach hier mitten in der Wildnis. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Grim Dawn. Und das wird dann wieder eine neue Aufnahmesession sein. So ganz erfolgreich war es diesmal leider nicht. Tut mir leid. Aber immerhin haben wir schon mal die Hälfte bis zum nächsten Level geschafft. 52.000 Punkte noch. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Grim Dawn. Bis dann. Ciao.